Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Danibox Hands-On Video. Lange ist es her, aber jetzt geht es endlich mal weiter, auch wenn wir jetzt schon Januar 2019 haben. Und heute habe ich hier für euch die brandneue Neuerscheinung Courtney Cromeron Band 1, die Wesen der Nacht. Schon länger angekündigt, aber dadurch, dass meine alte Druckerei pleite gegangen ist zwischendurch und ich ein bisschen Geld verloren habe, hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt ist das Buch auch endlich da. Und ab 29. Januar überall im Handel erhältlich. Und wir gucken jetzt schon mal rein. Wie ihr hinten sehen könnt, ist wie üblich eine kostenlose Digital Copy enthalten. Und ja, wir gucken einfach mal hier gerade rein, was es denn da so alles drinnen gibt. Hier hinten ist auch noch ein bisschen Bonusmaterial enthalten und die vierseitige Prequel-Story aus dem alten Oni Color Special Heft. Ja, das ist Band 1 der vollfarbigen Courtney Cromeron Gesamtausgabe, von der es insgesamt 7 Bände geben wird. Das Buch hat 128 Seiten, kostet 14,99 €. Und ist ab Dienstag, dem 29. Januar, im Handel erhältlich. Und natürlich könnt ihr es auch direkt bei mir versandkostenfrei auf www.danibooks.de bestellen. Für diejenigen unter euch, die es etwas exklusiver mögen, gibt es auch wieder eine schöne Hardcover-Ausgabe, die diesmal limitiert auf 99 Exemplare ist. Und wie üblich ist der Inhalt gleich, aber wir haben hier die schöne Verarbeitung als limitiertes Hardcover. Das Hardcover kostet 29,99 € und ist ausschließlich direkt bei mir auf www.danibooks.de erhältlich. So, und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, gucken wir doch auch noch mal kurz in die alte deutsche Schwarz-Weiß-Ausgabe rein. Im Vergleich zur neuen Ausgabe. Das hier war die allererste von Eidolon Modern Tales veröffentlichte deutsche Ausgabe im A5 Paperback. Und hier die etwas spätere Neuauflage im Hardcover. Und gucken wir uns doch einfach mal hier eine Seite im Direktvergleich an. Hier sieht man schon, dass die neue Ausgabe ein gutes Stück größer ist, übrigens auch ein gutes Stück größer als die aktuelle US-Ausgabe. Und hier gucken wir einfach mal hier eine beliebige Seite an. Hier hat man einen guten Vergleich zwischen der Schwarz-Weiß- und der farbigen Ausgabe. Oder hier nochmal eine etwas frühere Seite. Sieht das dann im direkten Vergleich aus. Tja, wenn euch der Band interessiert, greift zu und wenn ihr ihn gelesen habt und er euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, gilt wie üblich, schreibt mir eure Meinung entweder im Comicforum oder per E-Mail oder auf www.facebook.com/danibooks.de oder bei Twitter @dani_books oder bei Instagram oder YouTube oder wo auch immer. Ansonsten war es das erstmal für heute und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.